Yay, und es geht weiter mit Limbo und ich habe einen Gast. Ich bin Little Tio. Und ich habe heute einen Gast, weil ich immer noch ein bisschen heiser bin, weil ich ja krank war. Und da brauche ich ein bisschen Unterstützung. Und Gio ist eine Rätselexpertin wegen Amnesie und so. Und deswegen kann sie mir vielleicht ein bisschen weiterhelfen, wenn ich so hänge oder so. Oder das tust ja. Du doch. Okay. Gut, hier haben wir einen Schalter. Okay. Geh mal weiter nach rechts. Da ist noch ein Schalter. Da ist ein Hebel. Und ein riesiges Zahnrad. Okay, der Hebel ist auf jeden Fall fürs Zahnrad, glaube ich. Okay. Komischer Hebel. Sieht aus wie der Joystick von urzig Zeiten. Mal her. Die Joysticks so. Aus dem 18. Jahrhundert. Die hatten da schon Joysticks? Ja, aber die waren nicht für Videospiele. Okay. Themawechsel? Okay. Ja. Was ist denn das eigentlich? Hier haben wir irgendwelche Lifte. Ah, da vorne. Ein kleiner Pariser Turm, oder? Was ist das da vorne? Dong. Warte. Dong. Das muss doch wehtun, oder? Dong, fehlt nur noch Blut. Weißt du, sonst spritzt überall Blut, aber mit dem Kopf kann er so oft dagegen springen, wie er will. Es tut nichts. Okay, was ist denn das? Das ist der Tanksäule. Das sieht man doch. Darf ich davon trinken? Nein. Ah, warte, guck, ich glaube, das ist ein Schalter. Warte. Lol. Ah, da kommt. Ach so, warte. Okay. Oh. Das ist jetzt ein Reifen, ja? Ja. Oder ist das ein Auto? Das war wohl nix. Okay, es geht nicht weiter als so. Warte mal. Geht dann das andere auch nicht hin, bis zu einer bestimmten Stelle? Okay, nur bis da. Machen wir zwei das Pariser Türme und ein Reifen. Das ist doch mal eine tolle Überschrift. Ja. Dung. Normal sind's. Ist egal. Okay. Du stehst auf Schläge, oder? Beziehungsweise auf Gongs, ja? Gong. Kann das sein? Ja. Ich steh total drauf. So, okay. Der arme kleine Jimbo. Jimbo? oder so. Eine Mischung aus Jim und Limbo. Okay. Ja, genau. Dann probieren wir das mal. Wie ist er denn eigentlich? So? Achso, dann ja, kann ich nicht mehr drüber springen. Okay. Das war wohl nix. Warte, dann muss ich wahrscheinlich in der Mitte, muss ich dann da drüber springen und den dann ziehen. Schau mal, ob das geht. Ja, dann versuch das. Okay. Das Geräusch ist einfach göttlich, oder? Klingt wie so ein Hooper aus dem 20. Jahrhundert. Aus den alten Cartoons. Okay, schnell. Komm. Fehlt nur ein bisschen was. Der Reifen ist viel zu schnell. Vielleicht können wir den auch einfach langsamer machen. Irgendwie. Warte. Ah, warte. Ich lauf nicht weg, keine Sorge. So. Jetzt steht er und jetzt ups. Er steht wie eine Eins. Nee, wie ein Reifen. Ein Reifen kann nicht stehen, der rollt nur. Yes! Was bist du denn so hektisch? Sorry, aber der Reifen macht mich fertig. Oh, der arme Reifen macht Wort fehlt. Macht Nacht. Okay, wir brauchen wahrscheinlich die Kiste, damit wir zum Hebel dann da rauf können. Okay. Reifen an die Macht! Für was? Der Reifen ist jetzt für das da, den können wir da draufstellen. Und dann. Geht das ist ein Knopf, meinst du? Ja, weil schau, wenn da Licht drauf ist, geht das da auf. Okay. Du weißt, dass der Reifen aber rund ist und rollt, ne? Darf ich dir einen Tipp geben? Roll dir mal ganz. Ich würde das andersrum nach oben holen. Da stehst du nämlich im Weg. So. Vielleicht geht's jetzt so irgendwie. Hast du noch eine Zeit, um dahin zu rennen? Ja. Viel zu wenig Zeit. Aber vielleicht rollt er ja nochmal zurück. Mal schauen. Okay. So. Jetzt kann ich da rauf. So. Jetzt warten wir, bis er zurückkommt. Interessant, der klettert. Yes! Nein.
Super Timing. Okay, ich bin da, Gott sei Dank. Muss ich das mit dem Reifen... Warte, ich will mal sehen, wie es aussieht, wenn ich wirklich voll zerquetscht werde von dem Teil. Meinst du, dann spritzt Blut, beziehungsweise schwarzer Schatten? Ja. Meine Güte, wie der klettert. Die Leiter ist gerade, aber er klettert schräg. Also das muss ich mich neben auch mal ausprobieren. Da waren die Entwickler zu faul, den auch noch von hinten zu designen. So ein schwarzer Schatten, meinst du? Ja. Ist doch ganz einfach. Eine Kugel, zwei Kugeln und die dritte, die wird dann mal Matschi gemacht. Ja. Matschi, Matschi. So, okay. Dann probieren wir das nochmal. So. Ah ja, da oben sind auch Stahlrohre. Ja, Stahlrohre. Ein bisschen groß sind die und ein bisschen dick. Und unhandlich. Für so eine kleine Person. So, okay. Jetzt probieren wir das mal. Ich will mal schauen, was passiert, wenn man wirklich voll zerquetscht wird. Ob man dann einfach wegfliegt oder so. Ja. Aber der Kopf ist noch heile, wie du siehst. Ne? Der ist nur noch rechts gekippt. Okay, und jetzt das Ganze nochmal. Weißt du was, das spiele ich einfach vor. Da haben wir kitzige Stimmen. Ich weiß gar nicht, ob das lustig ist. Ich weiß gar nicht, wie arbeitet das jetzt in der Premiere. Und da weiß ich gar nicht, ob das jetzt kitziger wird oder nicht. Oder ob das jetzt total schnell irgendwann wird. Verstehst du? Ja, dann müssen wir ganz schnell, damit wir noch verstehen können. Ich kann ja nicht so schnell reden wie du. Wieso soll ich reden? Ich kann nicht reden, aber ich kann nur reden. Ah, nicht. Ich kann reden. Sie kann sprechen? Nein, reden. Oh mein Gott, sie spricht unsere Sprache. Schnell weg! Der Reifner spricht mit dir. Komm zu mir. Lass dich retten. Komm zu mir, Spetthase. Yay! Der Reifen, okay, gut, jetzt wieder normale Geschwindigkeit. Weil jetzt ist wieder neu und hier haben wir den Hebel. So, okay. Okay, Hebel. Umlegen, Kracks. Okay. Oh mein Gott, du hast es kurz geschlossen! Yay, und jetzt kommen wir rüber! Ich glaube, da muss ich abspringen, sonst sterbe ich wahrscheinlich, würde ich das Spiel. Ups, whoop. Und das leckt gerade das Spiel, cool. Ach ja, das habe ich noch. Aber es leckt weniger als sonst, weil jetzt ist es in HD und neuer PC und so. So, okay, das ist, glaube ich, einfach nur zum Hochkommen. Obwohl, das wäre zu einfach fürs Spiel. Ich gehe klettern. Wieder der coole Kletterer. Aha. Ja. Die Musik unterstreicht perfekt das Spielgeschehen. So, okay. Ja. Dann kletter ich mal hoch und dann rup, Kiste runter. So. Ich warum da schmeißt jetzt du denn mit. Die Kiste da runter? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Ja, weil da ein Knopf ist. Wir drücken müssen. Mit yay, der Kiste. Knöpfe zum Drücken. Yay. Ich habe auch viele Knöpfe, die ich drücken kann. Genau genommen, die ganze Tastatur kann ich gerade drücken. Okay. Oh, shit, da geht was hoch. Okay. Okay, geschafft. Wie kommst du da hoch? Weißt du, die Entwickler hätten Jim einfach mal größere Füße geben können, damit er höher springen kann. Okay, wir brauchen anscheinend noch eine Kiste, warte. Dann schiebe ich dich gleich dahin. So. Ach ja, wir haben ja noch eine Kiste da weiter hinten. Was? Sie hätten ihm auch eine Leiter geben können. Ich meine, bei James ist das so, der kann irgend so ein Stahlrohr, das zig Meter lang ist, einfach mal aus der Hosentasche zaubern. Wieso kann er das nicht? Das kann man jetzt falsch verstehen. Scheiße, nein. Nicht das. Ich kann auch ein zig Meter langes Stahlrohr aus meiner Hose zaubern. Ich meinte aber, ein echtes. Nein, nicht das. So, okay. Komm, komm, okay. So. Nehmen wir einen Infusionsständer. Nein, du weißt, wie das aussieht. Was zum Teufel? Okay, warte, versuchen wir das raufzuziehen. Nein! Ach, wie süß! Das sieht süß aus. Okay, warte. Ist er auch noch. Kann er das nicht halten? Nee. Oh, die Kiste ist auch groß, ne? Ja. Schau mal, die ist gleich groß wie ich. Naja, ein bisschen größer. Bist du so ganz Millimeter Phasen. So, okay, jetzt hoffen wir mal, dass das da rauf geht. Komm, komm, rauf, rauf, rauf. Bleib oben. Danke. So. Jetzt musst du noch mitfahren. Ja. Hui! Wo war ich stehen geblieben? Infusionsständer. Steht ein Infusionsständer vor. Und den zieht er mal eben so aus der Hosentasche. Infusionsständer? Ja, mit dem kann man sich oben auch noch irgendwo an dranhängen, wenn man gerade lustig ist. Meistens. Mit dem könntest du die Spinne totschlagen. Welche Spinne?
Die ist schon tot. Den Part hast du, glaube ich. Kommt ja noch eine. Die Babys kommen sich rächen. Ich weiß nicht, ob die Kinder hatte. Ich bring die nämlich um, während sie noch in den Eiern sind. Okay, hier ist wieder ein Schalter. Yay, ah, ja. Tarzan! Genau. Okay. Da müssen wir, glaube ich. Warte, warum? Da kann ich doch nochmal drüber, oder? Das sieht sehr elektrisierend aus. Meinst du? Ja. Und der arme Jimbo. Jimbo. Ich glaube, den nenne ich jetzt echt Jimbo. Weißt du, ich habe ihn eigentlich immer nur Jim genannt, aber Jimbo, das passt einfach so zu Limbo. Okay, dann probieren wir das. So, okay, 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 komm, 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 komm. Oh. Wie hieß denn der Elefant? Der Dumbo, kannst du ihn auch nennen? Dumbo, Dumbo. Der konnte fliegen. Ja, aber leider hat Jimbo nicht so große Ohren. Okay, ich glaube, das muss ich zuerst zum Schwingen bringen, weil dann erwische ich es leichter. Glaubst du? Ja. Ich bin Tarzan, ich muss sowas wissen. Das hat mit Physik so, zu tun, okay. Nicht mit Lasso-Schwingerei. So, okay, komm. Beziehungsweise... Das war Scheiß-Timing. Ich sag ja, Physik. Und irgendwie laggt mein Spiel gerade ein bisschen. Weißt du, das ist Fraps. Wenn man mit Fraps ein Spiel aufnimmt, dann laggt das Ganze. Wink, wink. So, okay. Und jetzt so. Dann drücken wir ins Knöpfchen. So. Und jetzt aber. So. Und ja. Runterspringen. Oh, und ja. Oh, scheiße. Hast du das gehört? Das war meine Stirn. Aua. Aber sonst ist noch alles heile, ne? Naja, ich hatte ein paar Pickel und die sind jetzt aufgeplatzt. Ich bin heute wieder so appetitlich. Ja, ich wollte gerade sagen, so genau wollte ich das eigentlich nicht wissen. Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, wo willst du denn jetzt hinspringst? Oh, okay. Vielleicht... So, jetzt vielleicht ein bisschen mehr schwingen dann wieder. Kannst du da hochklettern nicht irgendwie, oder? Nee, da stehe ich, glaube ich, rum. Okay, da muss ich jetzt runter, oder? Versuch mal auf das Zahnrad zu springen. Da sieht man wenigstens. Oh. Da kann ich nicht hoch. Achso, ich kann das schieben. Ja, ich glaube, ich setze gleich was in Gang. Sieht aus wie irgendwie eine Reihe in einer Riesenuhr. Oh Gott. Die ganze Welt dreht sich. Die ganze Welt dreht sich um mich. Denn ich bin nur ein Egoist. Also wirklich. Es sind ja ganz neue Seiten von dir. Meine okay, Güte. Und jetzt muss ich jetzt einfach warten oder muss ich dann wieder zurück? Oder? Ich denke mal, du sieht aus wie ein wirklich wie so ein Uhrenlaufwerk. Ich meine, was war das? Ja, das Ding ist umgefallen. Ja, aber. Okay, dann halt nochmal. Also ist das ein Mechanismus? Die ganze Welt dreht sich um mich. Ich bin nur ein Egoist. Lalalala, ich kann den Text nicht, den Dächt nicht. Jetzt weiß ich auch, warum du mal stirbst, weil du so ein Egoist bist. Ja, genau. So, okay, jetzt stelle ich mich aber dahin und schau ganz gemütlich zu, wie das Teil da umfällt. So, und wir nehmen 14 Minuten auf. Nach der Passage höre ich, glaube ich, auf mit dem Part, oder? So, okay, und jetzt... Scheiße, das dreht sich weiter. Schnell, schnell, Zahnrad, komm. Beam mich hoch. Surfen. Beam mich hoch. Beam mich hoch, Scotty. Beam mich hoch, Scotty. Okay, dann da. Oh, wow. Okay, Schalter. Noch eine Tankstelle. Scheiße, das geht wieder runter. Magnet. Ah, okay, es hat aufgehört. Gut. Okay. Das ist ein U. Und U steht immer für Magnet, oder? Was machst du da? Ich kann die Kiste nicht schieben. So, weil ich finde die Lampe toll. Vielleicht ist die Lampe schuld. Ah, okay, das ist ein Magnet. Okay, dann stellen wir die Kiste mal dahin. Pass auf, das ist bestimmt rutschig. Ah, ja. Okay, dann müssen wir das dahin stellen, dann den Magnet aktivieren. Ah, die Lampe wird auch von dem Magnet angezogen. Jetzt checke ich das erst. So, okay, und dann bleibt er da. Das Blöde ist, wir kommen nicht mehr zurück. Dann musst du wohl erst mit der Kiste nach ganz oben.
Und dann, oder? Ach, ich weißt du was? Ich mach das einfach im nächsten Part. Ne? Oder willst du unbedingt noch dabei sein, wie ich das Rätsel löse? Ich kann ja nochmal wiederkommen. Okay, dann kommst du einfach nochmal wieder das nächste Mal. Oder irgendwann später vielleicht. Okay, aber ich würde zuerst mal sagen, ich beende den Part jetzt nach 16 Minuten. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.